wieder aus. Richtig, sie haben mich wieder angelehnt. Kein Wort gepiepst. Plötzlich klingelt es an der Haustür. Wer kommt und steht davor? Der Matthias und das Petra. Petra ist meine Schnippelfrau. Ja, die ist ja ganz nett, wenn sie mich nicht schnippeln will. Aber nee, dann hat mich der Matthias direkt unter die Puppe geholt und hat mich in die Dusche getragen. Ist unverschämt. Unverschämt. Kann ich euch nur sagen. Okay, gut, dieses lange, wahnsinnige Fell ging mir die ganze Zeit schon auf den Keks, weil es ja so warm da draußen ist. Jetzt habe ich eine Sommerfrisur und bin die ganze Knötscher los. Ich war mal wieder so im Unkraut rumgelaufen und habe mir dann so komische Dinger ins Fell geholt. Das hat sich verknotet und das hat meine Fräulinchen nicht weggekriegt. Und wenn sie es wegmachen wollt, habe ich ganz gar fürchterlich geweint. Jetzt habe ich die Haare ganz komisch geschnitten, weil diese Dinger haben müssen raus. Aber okay, gut, ich zeige es euch nachher. Die Haare wachsen ja wieder, ne? Aber ich finde es trotzdem ganz fürchterlich gemein, dass man mich nicht drauf vorbereitet. Da könnte man doch sagen, du pass auf, deine Schnippelesfrau kommt und die macht dir die Haare. Da hätte ich mich ja schon versteckelt, ne? Okay, aber gut, ich glaube, das ist der Grund, warum sie mir nicht sagen, weil ich mich dann immer verstecke. Jetzt habe ich unter der Hecke liegen. Da haben sie sich mir auf den Bauch gelegt, damit sie an mich rankommen. Ich bin ja schon eine Schlawine, sagt meine Frau Liedchen, ne? Naja, gut, okay, jetzt bin ich jedenfalls wieder schön weiß und so weiter und so fort. Ich zeige euch auch noch ein paar Bilder, wie ich vorher und hinterher ausgesehen habe. Okay, bis dann, euer Merlin.